Wenn es um das Thema Social Media Werbung geht, gibt es ja verschiedene Social Media Plattformen. Es gibt die Möglichkeit, auf Facebook zu werben, es gibt die Möglichkeit, auf Instagram zu werben, es gibt die Möglichkeit, auf TikTok sogar auch zu werben oder Pinterest. Also es gibt da mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, wenn es um das Thema Social Media Werbung geht, Werbung zu schalten. Doch die Frage ist ja, welche Social Media Plattform ist die beste und welche Social Media Plattform passt für dich am besten zu deinem Produkt? Lass uns da doch einfach mal einsteigen in das Thema, denn ich werde oft und immer wieder gefragt, hey Mario, ich würde gerne Werbung machen für mein Produkt in den Social Media. Doch wo starte ich am besten? Ja, welches Social Media Netzwerk passt am besten? Ich habe gehört, bei TikTok kann man sehr günstig gerade Werbung schalten. Ist das nicht eine coole Idee? Dann habe ich gehört, Pinterest wird extrem vernachlässigt. Da kann man auch richtig gut ROAS und Umsatz erzielen. Dann sagen viele, ja, Facebook ist das einzige wahre Ding. Dann sagen viele, Instagram ist das neue Facebook-Marketing. Ja, also es gibt ja wirklich viele verschiedene Meinungen in diesem Bereich. Und die Frage ist ja vor allem, was ist die beste Plattform, um Werbung zu schalten, wo kriegt man den meisten Umsatz raus und vor allem, was ist die beste Plattform für dich und dein Produkt? Lass uns gerne doch einfach mal starten mit TikTok-Ads. Ja, dort habe ich schon die eine oder andere Kampagne gestartet. Mir ist einfach aufgefallen, TikTok-Ads funktioniert recht gut. Du bekommst dort sehr günstige Preise aktuell, weil es einfach noch nicht so weit verbreitet ist. Das macht noch keiner. Der Algorithmus ist auch noch nicht so ausgereift, das heißt, du kannst da auch nicht so sehr targetieren. Das heißt, für wen ist das auf jeden Fall definitiv nichts? Es ist nichts, wenn du ein Produkt hast, was sehr spezifisch eine spezifische Zielgruppe anspricht. Ja, dann macht das gar keinen Sinn. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, Kinderfahrräder anbietest, ja, dann sprichst du ja nur Eltern an, die dann so ein Kinderfahrrad kaufen. Die sind schwierig zu erreichen. Man kann nicht selektieren bei TikTok, ich möchte gerne nur Eltern ansprechen. Also man wird automatisch immer irgendwie andere Leute noch mit ansprechen müssen. Mittlerweile wird der Algorithmus zwar auch immer besser, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren das Ganze noch mal effektiver sein wird, aber es ist einfach generell schwierig, spezifische Zielgruppen auf TikTok, ich sag mal, anzusprechen und auszuspielen. Gleichzeitig kannst du bei TikTok auch eher eine jüngere Zielgruppe erreichen, statt eine ältere Zielgruppe. Das heißt, wenn du Produkte hast, zwischen 18 und 25 Jahren, würde ich das mal ausprobieren für dich, dass du auf TikTok gehst. Wenn deine Kernzielgruppe bei 45 und tendenziell eher älter ist, also 45 bis 55, 55 bis 65, dann würde ich wahrscheinlich auch erstmal von TikTok-Ads abraten, ja, weil du dort eher eine Zielgruppe erreichen kannst, die sehr jung ist. Wichtig ist auch, dass TikTok einfach eine komplett andere Plattform ist. Also die Leute, die da unterwegs sind, ticken einfach anders. Das heißt, du musst wirklich innerhalb von Sekunden hooken bei der Zielgruppe. Du kannst es dir nicht leisten, da irgendwie, ja, Spirenzchen zu machen. Du musst wirklich auf den Punkt Werbeanzeigen bauen, die sofort nach 3, 4, 5 Sekunden überzeugen. Das heißt, du musst dich auch ganz anders aufbauen, wie jetzt zum Beispiel auf Facebook, Instagram oder auf Pinterest. Ja? Das heißt, TikTok macht Sinn, wenn du irgendwie ein Produkt hast, was die breite Masse anspielt, also was möglichst viele Menschen irgendwie spannend finden, was einen gewissen Wow-Faktor hat, damit die Menschen das auch teilen und auch konsumieren. Und wenn du eben auch auf junge Menschen eben gehen möchtest, dann macht TikTok Sinn, dann würde ich das Ganze mal ausprobieren. Ja? Würde ich aber tendenziell eher hinten anstellen, warum, erkläre ich dir auch gleich im Anschluss. Dann gehen wir auf das Thema Pinterest-Ads drauf. Also Pinterest ist eine Plattform, die sehr gut funktioniert für eine Zielgruppe im weiblichen Bereich. Also es gibt eine Zielgruppe, ich sag mal so 45 plus weiblich, die kannst du sehr gut erreichen. Das heißt, wenn du zum Beispiel im Bereich Mode unterwegs bist oder Kosmetik oder zum Beispiel Möbel, das sind so alles Produkte, die sehr gut auf Pinterest-Ads funktionieren. Auf der anderen Seite, alle anderen Produkte funktionieren dort nicht so gut, weil du diese Zielgruppe dort einfach nicht so triffst. Das heißt, junge Zielgruppen sind da weniger vertreten, Männer ab 45 sind da auch weniger unterwegs. Das heißt, diese Zielgruppen wirst du da wenig erreichen, dort wirst du wenig Erfolg haben mit den Kampagnen. Gleichzeitig bin ich auch noch nicht so überzeugt geworden oder überzeugt worden von dem Tracking-System, denn ich habe bei mehreren Kunden mittlerweile erlebt, dass das ganze Tracking nicht so gut funktioniert hat. Also, dass Pinterest letztendlich mehr Umsatz und mehr Zahlen uns angezeigt hat, als wir tatsächlich gemacht haben. Und das ist natürlich dann nicht so optimal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie an einer falschen Einrichtung gelegen hat oder ob das einfach noch nicht so ausgeweitet ist oder noch nicht so perfekt läuft. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass es oft nicht gut funktioniert hat, dass einfach viel mehr oder viel bessere Ergebnisse im Tracking bei Pinterest angezeigt worden sind, als wir realisiert haben. Und dementsprechend auch die Ergebnisse der Kampagne nicht so gut waren. Das heißt, du wirst wahrscheinlich mit vielen Leuten sprechen, die sehr gute oder vermeintlich gute Ergebnisse mit Pinterest-Ads haben. Schaut man aber hinter die Kulissen, klappt man die Motorhaube auf und hat nochmal ein separates Tracking dahinter, stellt man fest, dass die Zahlen nicht akkurat sind, nicht zusammenpassen.
zu den Zahlen, die man wirklich im Tracking hat. Denn gerade bei größeren Online-Shops ist es ja so, wenn die über 100.000 Euro Umsatz machen im Monat, wissen die nicht mehr ganz genau, wo die Umsätze herkommen und können das auch nicht mehr so zuordnen. Wir haben uns aber mal den Spaß gemacht und Pinterest-Ads geschalten und nochmal ein separates Tracking-Tool dahinter dran gehangen und haben festgestellt, dass es da einfach ja, Differenzen gibt, die wirklich jenseits von Gut und Böse sind. Deswegen habe ich da persönlich die Finger weggelassen von und kann es auch nicht empfehlen. Und damit bleibt dann nur noch Facebook und Instagram übrig. Ja? Für mich, wenn ich von Facebook-Werbung spreche, meine ich damit meistens auch immer direkt Facebook und Instagram. Für mich ist das sozusagen ein Topf. Warum? Weil wenn du Facebook-Werbung schaltest, schaltest du automatisch auch immer Werbung schon direkt bei Instagram mit. Und genauso, wenn du eine Instagram-Ad schaltest, kannst du die auch gleichzeitig bei Facebook platzieren. Ja? Das wissen viele gar nicht. Wenn du bei Meta Werbeanzeigen schaltest, dass es eine Plattform ist, ein Dashboard, wo du die Werbung buchst und dann musst du quasi den Haken bewusst wegnehmen, damit du nicht auf Instagram ausgespielt wirst. Das heißt, standardmäßig, wenn du eine Werbung buchst, bist du immer auf Facebook und auf Instagram gleichzeitig. Und genauso empfehle ich das ja auch, wenn du Werbung schaltest bei Facebook, dass du automatisch auch auf Instagram die Werbung mitschaltest, weil es ist kein extra Aufwand erstmal notwendig. Klar, müsstest du theoretisch nochmal eigene Werbeanzeigen bauen, die dann perfekt auf Instagram passen, damit das Ganze auch perfekt aussieht und auch wirklich besonders gut konvertiert. Aber ich finde, für den ersten Anlauf ist es völlig in Ordnung, wenn du einfach die Facebook-Werbeanzeigen nimmst und gleichzeitig bei Instagram ausspielst, um einfach mal zu schauen, ob das grundsätzlich dort auch funktioniert. Und wenn du merkst, da kommen regelmäßig Verkäufe und das funktioniert auch gut für dich als Plattform, dann würde ich das Budget auch mal verteilen, ein bisschen mehr auf Instagram setzen und dafür eigene Werbeanzeigen bauen. Bei Instagram ist es wichtig zu wissen, das ist von der Demografie her ähnlich wie Facebook, aber aktuell noch etwas jünger. Das heißt, eine ältere Zielgruppe erreichst du besser bei Facebook, eine jüngere Zielgruppe erreichst du besser bei Instagram. Ja, bedeutet für dich, wenn du also Produkte, weiß ich nicht, 18 bis 25, 25 bis 35, kannst du bei Instagram gut platzieren, 25 bis 35, 35 bis 45 und aufwärts eher bei Facebook. Ja, da bist du besser bedient, da wirst du bessere Ergebnisse erzielen. Ja, deswegen, wenn du also startest, mache gerne beides, Facebook und Instagram, aber du wirst feststellen oder relativ schnell feststellen, dass auf Facebook die besseren Ergebnisse passieren werden, wenn du ein Produkt hast, was eben für die größeren Zielgruppen bzw. für die älteren Zielgruppen ausgelegt ist. Kommen wir mal zur Reihenfolge. Wie solltest du da vorgehen, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt noch gar keine Social-Media-Werbung? Welche Plattform macht da jetzt am meisten Sinn? Facebook, Instagram, TikTok oder Pinterest? Ja? Jetzt könntest du natürlich entweder hergehen und sagen, okay, ich entscheide nach meinem Produkt, also wo mein Produkt am besten reinpasst, aber ich würde dir was anderes empfehlen. Ich würde dir empfehlen, schau dir einfach mal die aktuelle Studienlage an. Es gibt aktuell Studien, die einfach sagen, dass der beste Return on Investment, also das meiste, was man rausgibt aus den Plattformen, aktuell nach wie vor bei Facebook und Instagram stattfinden. Bei Facebook und Instagram wird auch noch aktuell das meiste Geld ausgegeben von Werbetreibenden und das ist für mich ein ganz klares Indiz, dass es auch weiterhin Sinn macht, das als Hauptfokuskanal zu setzen und dann vielleicht später TikTok und Pinterest dazu zu nehmen, aber nicht andersrum. Das heißt, ich würde niemals mit TikTok und Pinterest starten, selbst wenn es vermeintlich günstiger ist, selbst wenn viele sagen, mach doch lieber das zuerst, aber das macht für mich einfach gar keinen Sinn, weil die breite Masse nach wie vor bei Instagram und Facebook ihr Werbebudget platziert und das würden sie nicht tun, wenn das nicht funktionieren würde. Ja, man gibt nicht einfach so Geld aus Jux und Dollerei. Es ist nach wie vor die Plattform mit dem höchsten Return on Investment. Ja, dafür gibt es Zahlen, dafür gibt es Belege und nach wie vor investieren wirklich weit über 40 Millionen Unternehmer in diese Plattform Facebook und Instagram rein, um ihre Produkte und Dienstleistungen und Services bekannter zu machen. Ja, das heißt, du solltest auf jeden Fall starten mit Facebook und Instagram, diese Plattform zu mastern und dann kannst du später noch TikTok und die anderen weiteren Kanäle dazu nehmen, um deinen Umsatz weiter zu erhöhen. Wenn du natürlich jetzt eh schon Facebook und Instagram machst, dann macht es natürlich Sinn, das Ganze zu erweitern und weitere Plattformen dazu zu stacken, wie zum Beispiel TikTok-Ads oder Pinterest. Dann würde ich aber darauf achten, dass dein Produkt zur jeweiligen Social-Media-Plattform passt. Wenn du also zum Beispiel Sneaker verkaufst an eine junge Zielgruppe, macht es wahrscheinlich wenig Sinn, das Ganze bei Pinterest zu vermarkten. Da macht es viel mehr Sinn, das Produkt bei TikTok zu vermarkten. Verkaufst du jetzt Gesundheitssandalen an eine Zielgruppe 50+, die würde ich dann wiederum eher bei Pinterest platzieren als bei TikTok-Ads. Das macht einfach viel mehr Sinn, weil du dort viel besser diese Zielgruppe erreichen kannst. Ja? Wenn du dir jetzt natürlich unsicher bist, welche Social-Media-Plattform für dich und dein Produkt am besten passt oder wenn du bereits Social-Media-Werbung machst und das Ganze erweitern möchtest um einen weiteren Kanal, du aber vielleicht noch nicht so fit bist im Bereich
Facebook, Instagram oder im Bereich TikTok-Ads, dann lass uns gerne Kontakt aufnehmen und einfach mal prüfen, ob und wie wir vielleicht unterstützen können im Bereich. Du findest auf unserer Webseite www.mr-online-marketing.de die Möglichkeit, dich für ein kostenloses Beratungsgespräch einzutragen. Und dann prüfen wir einfach mal, ob und wir vielleicht helfen können, eine weitere Social-Media-Plattform ins Spiel zu bringen, um noch mehr Verkäufe für dich als Online-Shop herauszuholen. Ja? Findest du hier unterhalb des Videos in der Beschreibung. Lass mir gerne noch einen Daumen da, wenn dir das Video weitergeholfen hat bei deiner Entscheidung. Schreib noch gerne deine Kommentare, die du hast bezüglich Social-Media-Plattform und Social-Media-Werbung. Dann kann ich dich da gerne weiter unterstützen. Lass mir gerne noch ein Abo da, damit du auch keinen Umsatz an deine Mitbewerber verlierst im Bereich Online-Shops. Alles klar, ich hoffe, du hattest viel Spaß bei diesem Video. Dein Mario Reinwart von Mr. Online Marketing.